Sechs Landfrauen auf einer kulinarischen Tour durch den Südwesten. Sie kochen in einem freundschaftlichen Wettbewerb für, aber auch gegeneinander ein Drei-Gänge-Menü. Für jeden Gang wird am Ende eine Siegerin gekürt. Die Waldtrolle kommen. Einmal in der Woche besucht der Waldkindergarten den Johannihof von Rosa Bucheli. Hallo! Hallo! Ja, hallo ihr! Toll, dass ihr wieder da seid. Gehen wir in den Kuhstall? Ja! Das ist doch toll. Rosas Tochter Eva ist auch dabei. Sie macht gerade ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin im Waldkindergarten. In der Gruppe sind auch ihre Söhne Benjamin und Raphael. Ich sag mir immer, das grüne Gras zur schneeweißen Milch, das ist immer was Besonderes. Die Kinder kriegen das vor Ort mit und die trinken auch hier Milch. Und man merkt es auch an den Eltern, seitdem wird auch eifrig mehr Milch geholt. Bei Rosa lernen die Kinder, dass man achtsam mit Tieren umgeht. So ist besser, guck. Wer will sich abschlecken lassen? Wer traut sich da? Guck mal da. Das ist ein Wolf. Ja? Die sind ja auch ganz glücklich, hier mit dem Hof verschiedene Jahreszeiten zu erleben. Ich bin dann die Oma Rosa dann wieder hier und da. Und ich fühle mich dann irgendwie dann auch geborgen mit den Kinderstimmen, mit dem Lachen. Weil die Kinder regelmäßig auf Rosas Hof kommen, wissen sie schon genau, was die Kühe gerne essen. Und seid ihr bald fertig mit Füttern? Ja. Ja? Die sind ja ganz zufrieden mit euch, gell? Dann füttern wir uns. Jawohl, dann füttern wir euch. Der Johannihof liegt außerhalb von Geilingen am Hochrhein, nur einen Steinwurf von der Schweiz entfernt. Rosas Mann Heiner kontrolliert mehrmals täglich die Biogasanlage des Hofs. Mit dem hier gewonnenen Biogas erzeugt Familie Bucheli Strom und Wärme. So, die kurzsichtige eine Brille. Eine Biogasanlage ist nichts anderes wie eine Betonkuh. Das heißt, die braucht die genau dieselbe Zuwendung und dieselbe Fürsorge wie das Tier. Und es gibt einfach Situationen, wo sie sich mal auf Deutsch gesagt nicht so wohl fühlt. Da muss man sich überlegen, was könnte es sein, warum ist es so? Und das dann schnellstmöglich beheben. Bis zu 14 Tonnen Mist, Gras und andere Pflanzenstoffe kommen pro Tag in die Anlage. Damit heizt sie den Hof, den der Nachbarn und das Schwimmbad des nahen Reha-Zentrums. Ich finde es einfach nicht richtig, wenn man immer nur über Biogasanlage schimpft. Es gibt Fälle, wenn keine Wärmenutzung da ist oder bei reiner Maisanlage, da kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Aber eine Anlage, die eigentlich alles im Prinzip verkehrt und auch ein Wärmenutzungskonzept hat, dann sehe ich keinen Grund, zum über das schlecht reden. Rosa findet, dass ihr für das Dinner die passenden Stühle fehlen. Kurzerhand greift sie zur Kreidefarbe. Egal, was ich in der Hand nehme, es muss eine Geschichte dahinter stecken. Das war für mich immer so was Besonderes. Wenn was Altes in der Hand hast, das hat seine Geschichte. Stellen wir dann noch den Lebensweg vielleicht vor aus dem Möbelstück, wo es überall hingewandert ist. Ich habe ja all die Seemannskoffer auch hier, die haben, oder all die Truhen, Holztruhen habe ich hier. Da weiß ich sicher, die haben schon vieles hinter sich und kommen vielleicht jetzt bei mir zur Ruhe, werden noch einmal schön gemacht und dürfen hier den Altersruhesitz genießen. Die weiß- und pastellfarbenen Stühle sollen wie gebraucht aussehen, auch wenn sie frisch gestrichen sind. Mein Menü wird sein für die Landfrauen: Vorspeise, Rosenblütensalat, Hauptgericht, gefüllte Brust vom Milchkalb mit Brennnesselknödel, Nachspeise, Beerentatee. Ist doch schön geworden. Rosa passt zu meinem Namen. Ich glaube, ich nehme den für mich. Jetzt mache ich noch das i-Tüpfchen drauf.
das ganze Spitzenkören einfach dazu, zu Schäbischig. Jetzt hoffe ich nur, dass es den Damen auch gut schmeckt. Bei der Biogasgewinnung bleibt ein flüssiger Gärrest übrig. Diese Gärgülle bringen Dominik, der Freund von Tochter Magdalena, und Sohn Johannes auf den Feldern aus. Der eine verteilt den Gärrest, der andere pflügt ihn unter. So schließt sich der Kreislauf. Johannes macht gerade seinen Landwirtschaftsmeister, denn er möchte den Hof weiterführen. Voraussichtlich gemeinsam mit seiner älteren Schwester Sonja. Und, wie läuft? Gut. Ja, kommen wir da gut klar? Ja, der Ober war es wegen nass, jetzt unten geht's besser. Er managt die Sache, guckt, dass die Kollegen kommen und Lohnunternehmer kommen und erklärt mir dann noch, was ich zu tun habe. Aber das, da habe ich auch kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Ja, ich meine, es gibt ja auch Sinn, dass, ich sage jetzt mal, jeder seiner Leidenschaft nachgeht. Sonja liegt es mit den Tieren, mit Maschinen kann sie nicht wirklich was anfangen. Und ich kann schon auch mit Tieren, das macht mir jetzt nichts aus. Aber klar, ich habe Mechaniker gelernt, ich liebe Maschinen und ich fahre gern mit denen. Magdalena ist das jüngste von Rosas vier Kindern. Ihre Leidenschaft sind Pferde. Nach einer kaufmännischen Ausbildung möchte sie das Abitur nachholen und studieren. Magdalena und ihr Freund Dominik haben eine Wohnung auf dem Hof. Hallo Maren. Hallo Rosa. So, kannst du mir gerade helfen mit dem Gemüse? Ja, toll. Seit fast einem Jahr lebt Maren auf dem Hof. Sie ist die Freundin von Rosas Sohn Johannes. Sie arbeitet als Zahnarzthelferin und unterstützt Rosa jeden Freitag im Hofladen. Die Produkte dort kommen aus dem Bio-Großhandel. Es gibt immer was zu tun, wirklich. Also man geht nie raus und sagt, oh, ich setze mich mal kurz 10 Minuten auf die Wiese. Nein, es gibt immer was zu tun. Kundschaft bin ich gewohnt vom Schwarzwald her, weil ich ja im Tourismus aufgewachsen bin. Ich war 5 Jahre lang im elterlichen Betrieb im Service eingestellt und später auch in der Schweiz habe ich bedient. Und ich habe dann gesagt, ja, es muss ein Hofladen noch her. Die Hauptverkaufszeit ist Freitag, Samstag. Freitag der ganze Nachmittag bis abends, Samstag Vormittag. Aber jetzt, wenn die Radfahrsaison losgeht und vorne die Kuhglocke klingelt, dann stehen wir da. Das geht am Morgen oftmals los, zieht sich der ganze Tag immer wieder mal durch. Direkt am Radweg gibt es noch ein Selbstbedienungshäuschen. Rosas Schwiegersohn Andreas erweitert es gerade. Die sogenannte Bioladestation ist ein Projekt von Andreas und Rosas ältester Tochter Sonja. Hier können sich Radler und Wanderer selbst mit kleinen Bio-Snacks und Getränken versorgen. Super. Andreas arbeitet als Altbausanierer. Er hat nicht nur den Kiosk eigenhändig umgebaut, sondern auch den alten Stall für Sonja, Fino und sich zu einem Wohnhaus ausgebaut. Andreas lagert Holz und alte Bretter auf dem Hof. Irgendwann findet er dafür schon noch den richtigen Einsatzort. Beruflich wie privat arbeitet er nur mit Naturmaterialien und verzichtet so weit wie möglich auf chemische Stoffe. Das ist natürlich auch wieder der Biogedanke. Es passt auch zu dem, was wir hier tun, mit Naturmaterialien zu arbeiten. Wir haben unser ganzes Haus mit Lehm geputzt. Am nächsten Tag wird Andreas mit Rosa für die Landfrauen kochen. Rosa liebt Kräuter. Mit dem Giersch möchte sie für die 5 anderen Landfrauen eine Limonade zur Begrüßung machen. Ich liebe Blumen, ich will grün, ich will bunt. Es ist Auszeit, es ist Kraftschöpfen hier. Ich nehme eine Nase voll Duft mit. Das tut mir dann einfach gut. Mein Paradies, würde ich sagen, ist hier gewachsen. Im Oktober wird der Johannihof 80 Jahre alt. Rosa und ihr Mann Heiner haben den Hof von Heiners Familie 1990 auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Am Nachmittag helfen Eva und ihre Söhne Benjamin und Raphael beim Basteln der Gastgeschenke für die anderen Landfrauen. Das Grasstück, guck mal, das muss erstmal aus der Winde raus. Die Pflanze nennt sich Winde. Probieren wir mal, guck. Ich habe von den eigenen Kindern nicht viel gehabt, doch viel zu viel Arbeit. Und als Großmutter kommt man jetzt doch zu Genuss, so wie sie heranwachsen. Man fühlt sich dann wieder plötzlich wieder jung auch. Ja, Eva, jetzt kommt die große Stütze. Genau.
brauche ein bisschen Hilfe. Ja, muss er fertig werden. Gut, Benjamin. Ja. Ist ja schon fleißig dran. Ja. Guck, hier gut. Und da. Siehst du Unterschied? So kannst du es machen. Ja, ich sehe den Unterschied, nicht. So geht es nicht. Engmaschiger. Guck, ich hab's viel enger gebunden. Da ist sie immer sehr, sehr korrekt. Sie sagt es auch immer geradeaus, was sie will. Genau, aber das schätze ich auch an ihr, dass sie so geradlinig eigentlich ist. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Wieder so Knüppel. Rosa verschenkt Wildkräutersalz. Es besteht aus Löwenzahn, Spitzwegerich, Bärenklau, Giersch und Brennnesseln. Rosa schätzt wildgewachsene Kräuter und schwört auf deren Heilkraft. Ich gehe durch die Wiesen und ich komme mir manchmal vor wie eine Kuh, wo unterwegs ist und Grünzeug essen tut. Die Gastgeschenke sind fertig und die Arbeit für heute geschafft. Am Vorabend des großen Dinners haben Rosa und Heiner ihre vier Kinder samt Partnern und den drei Enkelkindern zum Grillen eingeladen. Habt alle den Mittagsschlaf gemacht, ihr Kinder? Ja? Gut. Außer Mama nicht. Drei der vier Kinder leben auf dem Johannihof. Nur Eva wohnt mit ihrem Mann und den beiden Jungs ein Stück entfernt im Dorf. Einen guten Appetit. Ich habe vier Kinder großgezogen. Ich habe noch 10 Geschwister. Ich bin das 9. von 11. Also nichts Neues für mich. Großfamilie. Es ist lebendig, es ist schön einfach. Man hat immer was zu reden, immer was Neues auf dem Tisch, Gesprächsstoffe, an denen fehlt es nicht. Ja, meinst du, er schafft es noch mal so? Rosa beginnt den Dinnertag mit ihrem Morgenritual. Ich liebe den Tau, es erfrischt. Da ist man nicht einmal ganz wach, dann geht man raus ins Gras. Das ist genauso schön, wie wenn du unter der Dusche stehst. Noch vor dem Frühstück schaut sie jeden Tag zuerst nach ihren Kälbern. Guten Morgen, ihr Kleine. Ja. Und den 40 Milchkühen. Guten Morgen, ihr. Na, schöne Nacht gehabt. Na, Rosa und ihr Mann halten original Braunvieh, eine alte und gefährdete Nutztierrasse. Sonja ist bereits im Melkstand. Jedes der Kinder hat seinen festen Arbeitsbereich auf dem Hof. Das Melken, das ist meine Aufgabe. Hat sich so eingebürgert schon von klein auf. Ich bin ja die älteste gewesen von 4 Kindern. Und als Große durfte ich dann auch als erstes mal alleine melken, war damals mächtig stolz. Sobald eine Kuh weniger Milch gibt, weiß Sonja, dass etwas nicht stimmt. Sie beobachtet ihre Kühe genau. Eine Kuh ist so feinfühlig mit den Hörnern, die kann mit einer Hornspitze einer anderen Kuh im Auge kratzen, wenn es die juckt. Das kriegen die irgendwie miteinander kommuniziert und da passiert nichts. Und das muss man sich mal vorstellen, die Kuh sieht es ja nicht, was sie da macht. Das ist schon enorm. Früher hat Rosa zweimal täglich gemolken. Heute kümmert sie sich hauptsächlich um die Kälber. Ich habe viel Lebewesen hier. Das ist für mich das ganz Wichtigste. Ich setze mich immer gerne in den Hintergrund, wenn ich weiß, alles andere drumherum fühlt sich wohl. Wenn ein Tier leidet hier auf dem Hof, dann leide ich mit. Einer davon ist nämlich der Ältere. Der ist da hier. Ich bin regelrecht jetzt die Mutterersatz. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann rennen die mir nach, wollen weiterhin. Man sieht's ja hier, die haben keine Angst. Der Nuckelreflex ist ja auch lang. Fast wie bei einem kleinen Kind. Ja? Die Landfrauen sind dem Hegau schon ganz nah. Im Oldtimerbus sind Marion aus Oberschwaben, Anke aus dem Hunsrück, Agnes aus Rheinhessen, Susanne aus dem Kraichgau und Julia aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Am Steuer sitzt heute Hans Jörg. Meine Jungs waren froh, juhu, mamafreie Zeit. War auch ein Argument. Also diesmal muss ich sagen, hat es sich tatsächlich am entspanntesten angefühlt zu gehen. Die Große daheim, die fühlt sich ganz wohl beim Papa jetzt. Die lerne ich auch immer noch mal dazu. Ja. Wissen Sie jetzt, wie es abläuft? Ja.
Jetzt sind wir schon zum dritten Mal unterwegs, das klappt doch wunderbar. Ja. Ein paar Dinge ist Routine. Genau. Und die dürfen sich auch mal alleine durchschlagen müssen. Ja. Ja, genau. Und das können die auch, wenn es dann gilt. Ja. Also ich habe gestern Abend die Kinder auch verabschiedet und die haben nur gemeint im Bett, ja, dann sehen wir uns wieder, Mama. Genau. Ja, genau. Die meistern das daheim. Ja, genau. Für den Begrüßungssnack hat Rosa bereits am Vortag einen Brotteig angesetzt. Das Backen hat sie von ihrer Mutter gelernt. Eine Kindheitserinnerung, die sie geprägt hat. Am liebsten backt sie mit eigenem Dinkelmehl. Das Korn malt sie selbst. Er hat zwar in der Kühle Überstunden gemacht, aber er ist super schön. Da brauche ich gar nicht mehr viel Soße. Ziehe man in die Länge. Soll ja eine Wurzel zustande kommen. Rosa hat den Ofen auf 260 Grad vorgeheizt. Bei reduzierter Hitze backt das Brot 35 Minuten. Begleitet von Berner Sennenhündin Luna macht sich Rosa auf zu den Brennnesseln. Sie braucht die jungen Blätter für ihre Knödel. Es brennt schon, es ist eine Überwindung. Aber man kann auch eine ganz andere Technik hier einwenden. Und zwar, man nimmt das Blatt von unten nach oben, so brennt das Blatt nicht. Es tut mir gut, bringt den Kreislauf in Schwung, das heilt. Die anderen Landfrauen ahnen bereits, was auf sie zukommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Richtung was Vegetarisches gibt. Sie ist ja selber, guckt sie da schon sehr drauf, weil sie auch sagt, es bekommt ihr so gut. Und ich tippe was mit den Kräutern, genau. Weil da ist sie total... Sie hat so viel Arbeit, ja. Genau. Ja. Aber verschiedenen Wildkräutern ist der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, die bringt uns aber Dinge, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Ja. Ich glaube auch, ja. Also so Wildkräuter oder Beikraut und... Ja. Und wahrscheinlich sind wir eine Erfahrung reicher. Genau. Ich freue mich doch richtig drauf. Ich auch. Ja. Ich bin doch gespannt, was da erwartet wird. Für ihre Limonade lässt Rosa den gewaschenen Giersch mit Gundermann und Zitronenmelisse in Apfelsaft und Wasser ziehen. Giersch hat Heilkräfte, so wie im Grunde jedes Wildkraut auch. Er ist für den Stoffwechsel ausschließlich zuständig, für die Frauen, dass sie in Schwung kommen. Dazu gibt es das frische Wurzelbrot mit einem Quark-Joghurt-Aufstrich, den sie mit einer speziellen Blütenmischung aus Calendula, Kornblumen und ihrem Wildkräutersalz würzt. Der Abstand von Schale. Ja. Maren hilft Rosa beim Tischdecken. So, das muss also wirklich gleich lang sein. Das kannst du Das war mal ein altes Leintuch von den Großeltern von Heiner, also mein Mann. Die Maren hat es zugeschnitten, hat es mir genäht. Ich habe gedacht, das passt doch perfekt auf den alten Tisch hier. Noch mehr zusammen. So? So, ja. Ja. Fehlt nur noch das selbstgemachte Wildkräutersalz als Geschenk für ihre Gäste. Deko kriegt man am besten in die Fantasie rein, wenn man in den Wald geht und die Natur beobachtet, die Pflanzenvielfalt anschaut, wo sie sich platziert haben, mit welchen Gräsern zusammen, mit den Farben zusammen. Das passt dann dort und die hat der Gedanke und das Farbenspiel nehme ich dann mit heim und dann gehe ich dann ans Dekorieren auf den Tisch. Schön. So ist echt perfekt, ja. Schlicht und schön. Ja. Ja. Nichts überladen. Ja. Ein toller Tisch. Die Gäste sind fast da. Die historische Holzbrücke über den Rhein verbindet Rosas Heimat Geilingen mit der Schweiz. Hi, Agnes. Nicht zu sehen. Ich bin so gefreut, Marion. Hallo. 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 Ja. Genau das Richtige für die Temperatur hier, gell? Super, mit Reishoffel. Ich habe Wurzelbrot gebacken und als Brotaufstrich Quark mit
bisschen Joghurt, unsere Milch natürlich. Und dann ein gute Laune Gewürz. Oh. Oh. Alles gut. Alles gut, Laune gut. Ich denke, das brauchen wir doch jetzt, oder? Ja. Wir haben schon getippt, dass wir ganz viele Kräuter bei dir kriegen, gell? Ja. Prost! Prost ihr! Ja. Man merkt, dass die mit Leib und Seele dabei sind. Und ich finde es auch hier auf dem Hof ganz toll. Also ich würde mich hier sau wohlfühlen, alles so idyllisch und urig gemacht und so viel Sachen zu entdecken. Mit der ganzen Blume drumherum, mir gefällt es hier richtig super gut. Rosa und ihr Schwiegersohn Andreas beginnen mit der Zubereitung der Kalbsbrust. Ich würde jetzt gerade noch ein bisschen das sehnige Zeug ein bisschen wegschneiden. Ja, das ist doch eher zäh dann nach dem Braten. Genau, ja. Da hinten vielleicht noch ein bisschen die Oberfläche wegmachen. Das Fleisch stammt von einem Kalb, das von Geburt an nicht richtig sehen konnte. Nach 6 Monaten intensivster Betreuung gab Rosa schließlich auf. Abschied nehmen war für mich dann auch wichtig, dass ich dabei bin. Schließlich habe ich das auch um das Leben von dem Kalb gekämpft und habe es großgezogen. Ich finde es jetzt aber auch noch eine schöne Würdigung des Tieres, dass wir das jetzt noch mal hier zubereiten dürfen und dann zusammen mit den Gästen verzehren. Für die Füllung brät Rosa Karotten und Frühlingszwiebeln an. Aufpassen, alles heiß und schwer. Wunderbar, das ist ja. Klasse. Andreas übernimmt das Würzen. Würzen tut er, der Würzen tut. Ich muss ihn aber schon bremsen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist doch ein bisschen zu viel. Also wenn man es jetzt rein vom Pfefferverbrauch her sieht, dann brauche ich ungefähr einen Monat so viel Pfeffer wie die Rosa im Jahr. Genau. Aber es ist gesund, Pfeffer ist gesund und schmeckt. Das Brät für die Füllung ist ebenfalls von dem 6-Monats-Kalb. Rosa hat es mit dem angebratenen Gemüse vermengt. Das Aufrollen ist etwas heikel. Ah, oh, schön, hä? Das ist gut, das ist eine schöne Oberfläche. Da haben wir es. Ja, da können wir schön Kruststück. Jawohl, das gibt eine schöne Kruste. Ja. Das Fleisch darf man nicht zu fest binden, da sich das Brät im Backofen noch ausdehnt. Fleisch, ja. Oder ich finde, ein Teil kann doch jetzt rein. Ja. Das restliche Gemüse hat Rosa mit Tomaten gemischt und gibt es für den Geschmack der Soße mit in den Bräter. Eva und Heiner gehen mit den Landfrauen ins Naturschutzgebiet gleich neben dem Hof. Also wir haben uns da was ausgedacht für euch. Und zwar haben wir hier so eine schöne Blumenwiese. Und ihr habt sicher als Kinder alle schon mal Blumen, Kränzle, Bunde. Und ihr dürft jetzt einfach mal hier quer über die Wiese und dürft mir Blümle zusammensammeln für einen Blumenkranz. Oh, schön. Gibt es irgendwelche, die man nicht pflücken darf? Nein, also die, wo wir jetzt hier brauchen, die dürfen wir die schon rausnehmen. Okay. Und die Rosa, die dürft ihr jetzt alle mit Namen kennen. Ne? Genau. Gut ist, wenn wir noch ein paar lange Gräser haben, die man vielleicht flechten können. Nehmen wir meistens ein bisschen die längere zum Zusammenflechten. Wie ein Zopf eigentlich oder wie ein französischer. Und dann nimmt man die Blume immer wieder rein. Vielleicht die Blume ein bisschen auf Zeit. Das ist so schön. Mhm. Also mit Hefeteig geht es einfacher wie mit Kräutern. Ja. Das tut mich auch etwas schwer. Ist schon ein bisschen sterriger, die Sache. Gell? Ja. Es geht aber auch einfach, wenn ihr es ein bisschen dreht oder wenn ihr eine lange nehmt und ein bisschen drumherum. Also ich glaube, ich lasse das als Strauß. Ich finde das so hübsch. Anke, warst du in deinem früheren Leben Floristin oder woher kannst du das so gut? Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte es vielleicht sollen wäre. Also ich schaffe halt einfach gern mit so Naturmaterialien. Macht mir jetzt gerade richtig Spaß, für dann zu sehen, was rauskommt. Ich habe auch nicht so wirklich das Händle für Blumen, aber ich bin jetzt ganz erstaunt, dass es doch recht harmonisch geworden ist. Ich fühle mich wie im Urlaub. Der Wind weht, wir sind im Grünen, man hört kein Auto.
Es zwitschern nur die Vögel. Das ist für mich gerade so Seelenbalsam. Tata. Tata. Ein bisschen groß. Ja. Ja. Können wir mal tragen. Ne? Also ein Brötchen. Ja, super. Aber also. Rosa bereitet ihre gefüllte Kalbsbrust im Holzofen auf der Veranda zu. Bei 250 Grad kommt das Fleisch etwa eine Stunde in den Ofen. Ich habe einfach Spaß an dem Ofen. Die Wärme fühlt sich ganz anders an. Die Kruste bildet sich auch anders. Es schmeckt besser, nach meiner Meinung. Das Holz, den Holzgeschmack, das ist das, was man irgendwie dann wiederfindet, das Harzige auf der Rinde. Weiter geht es mit dem Dessert. Für den Teig der Bärentart mischt Rosa Mehl mit Haselnüssen und Zucker und vermengt ihn dann mit Butter und einem Ei. Ich habe ein glückliches Huhn und mein Hahn, mein Traumpaar hier auf dem Hof. Das ist schon sehr alt, ist bestimmt schon 6 Jahre alt und das schenkt mir zurzeit jeden Tag ein Ei. Und das schätze ich sehr an dem alten Huhn. Während Rosa die Masse zu einem glatten Teig verknetet, schmilzt Andreas Zartbitterkuvertüre. Damit will er Blättchen vom Gundermann überziehen. Damit die Farbe etwas heller wird, gibt er noch einen Schuss Sahne hinzu. Rosa rollt den Teig dünn aus und backt ihn bei 200 Grad etwa 15 Minuten, bis er goldbraun ist. Andreas, darf ich mal kurz an den Herd? So. Gundermann hat einen herben, leicht bitteren Geschmack. Das ist doch ein toller Kontrast. Mhm. Ja, guck mal, was auf dem Tischle steht. Das ist noch viel besser. Also, wir haben hier euch noch ein Apfelträumle. Das ist ein Apfelsäcko von unserem Nachbarnhof. Und ich schenke euch mal, glaube ich, eine Rutsche ein. Das hört sich sehr schön, frisch, prickelnd an. Und dürfen wir jetzt ein bisschen träumen, oder? Genau. Oh, was für eine Farbe. Ganz goldgelb. Ja. Das ist echt toll. Ja. Und das Tablett ist genauso schön. Ja. Genau. Hey. Auf die Rosa. Ne? Auf die Rosa. Der Apfelsäcko war sehr, sehr spritzig. Fand ich ganz, ganz lecker. Und für mich natürlich, weil ich ja Traubensäckos auch habe, mal interessant, was anderes zu probieren. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Man muss ja auch immer gucken, ist das, was ich selbst produziere, gut? Oder gibt es andere, die auch ganz tolle Sachen haben? Die Mama hat euch extra noch ein paar Spitzbube-Backe. Und hat sie natürlich mit sehr viel Liebe und im Herz sogar ausgestochen für euch. Die Spitzbuben, die sind gerade auf der Zunge vergangen. Ich war total neidisch drauf. Die sind so richtig mürbe und war einfach sehr lecker. Rosa bereitet die Brennnesselknödel zu. Andreas, ich tue jetzt ein wenig die Brennnessel sortieren. Ich werde die gröbere Stängel noch ein wenig entnehmen. Mhm. Die Stängel kannst du dann gerne einfach bei mir in die Soße reintun. Gern, das gibt das gewisse etwas. Das gibt alles Geschmack. Das gibt Geschmack. Ich liebe Soßen zu machen und da folge ich auch keine Regel. Die Zutaten müssen passen, am Schluss muss es schmecken. Und dann gebe ich dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und dann kommt das, was ich hier reintue, auch den Geschmack wieder raus. Super, schön. Herzlichen Dank. Zum Gemüse und den Brennnesselstielen gibt Andreas einen kräftigen Schuss Rotwein. Die Brennnesselblätter blanchiert Rosa nur 10 Sekunden in kochendem Wasser. Schreckt sie ab und lässt sie dann gut abtropfen. Im Grunde ist wirklich alles Bio, was ich hier verkoche. Ich habe manchmal ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen, wenn ich was Konventionelles reintue. Es ist auch der Geschmack, wenn dann unser Gaumen ist total auf Bio umgestellt, auch schon, der ganze Körper. Und wenn ich spüre das sofort, wenn was Konventionelles dann drin ist. Die Brennnesselblätter schneidet sie nur grob. Rosa, magst du gerade mal Soße probieren? Gern. Ist es schon soweit.
Naja, aber zwischendrin probieren, da weiß man, wo die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht, ja. Und ich glaube, das Ziel ist klar. Oh, gut. Super. Okay. Die Knödelmasse besteht aus getrocknetem Brot, Zwiebeln, Mehl, Petersilie, Eiern und Milch. Es ist schon so, dass die Energie und die Liebe, die man reingibt, in so ein Essen auch wieder rauskommt. Das ist schön. Denke ich, sind alles Naturprodukte jetzt, wenn wir hier in der Hand haben. Und ihr dürft jetzt einfach hier nochmal drüber laufen. Es kitzelt. Haltet da ein bisschen Abstand zueinander, dass jede zum Genuss kommt. Das knirscht, wie wenn man über Crash-Eis läuft. Rosa hat einen Barfußpfad in ihrem Waldgarten angelegt. Der Weg fängt mit spitzen Tannenzapfen und Steinchen an. Gegen Ende werden die Materialien immer weicher. Hier wird es schön weich auf dem Moos. Ich finde, dass der Barfußpfad zu Rosa echt super passt. Ja, die ist, glaube ich, schon noch mal von uns allen, die am achtsamsten mit sich umgeht. Jeder hat da draußen eine Wiese oder verschiedene Untergründe, die er eigentlich nutzen kann. Man sollte das eigentlich viel öfter einbinden. So wie Kinder. Kinder laufen immer barfuß, wenn es geht. Wasser! Oh, herrlich! Wie habt ihr es empfunden? Also ich fand es sehr schön, dieser Unterschied zwischen den spitzen Tannenzapfen und dann den ganz weichen Schindeln. Also immer was so ein bisschen die Füße zwickt, aber dann auch wieder was Zärteres für die Füße. Das war ganz toll. War weiches Holz und dann wieder so ein bisschen spitzes Holz. Das war ganz spannend. Ich fand die größeren Steine so cool. Das ist wie über den Bach balancieren. Das muss man balancieren, gell? Du musst ganz schön das Gleichgewicht halten, ganz zwischendrin. Ja. Und ich finde jetzt auch im Nachhinein, die Füße, die kribbeln richtig. Man spürt wieder richtig seine Füße. Ja. Man will diesen Effekt, dass die Füße was erleben. Nicht nur der Kopf und der Geist, sondern die Füße sollen mal ganz bewusst an einem Tag auch mal was erleben. Ihr lauft schön hin. Guckt mal, wir dürfen halt draußen sitzen. Wunderbar. Ja. Ich hätte mich ja gewundert, wenn die Rosa rein. Muss halt noch etwas dunkler werden, dass die Kerzle noch zur Geltung kommen. Ja. So. Super. Also bitte schön, ihr dürft euch Platz nehmen. Ich gehe in den Stall, der Sonja helfen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich denke, es ist für alles gesorgt. Dankeschön. Ein bisschen Kartoffeln kochen dazu. Und dann geht's auch den Kräutertopf rein. Genau. Also man hat richtig auch die Liebe, die dahinter steckt, und auch die Liebe von ihr zu den Kräutern hat man einfach da mit gesehen und war richtig toll. Die wichtigste Zutat für Rosas Vorspeise fehlt noch. Die Rosenblätter für den Salat pflückt sie ganz frisch. In ihrem Garten wachsen rund ein Dutzend verschiedene Beet- und Strauchrosen. Als Salat hat Rosa einen leicht bitteren Batavia ausgesucht. Ein enger Verwandter von Kopf- und Eisbergsalat. Jetzt kommen die Sinne hier in die Vorspeise. So kann man es lassen. Kann man wegen andere Farbtupfer noch rein. Das Dressing besteht aus Olivenöl, Weißweinessig, scharfem Senf und dem eigenen Kräutersalz, das die Frauen auch als Geschenk bekommen haben. Kamera für das Servicepersonal. Oh, schön. Rosenblütenblätter Salat. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Die sind echt toll. Ja. Rosa, bin ich froh, dass die Vorspeise auf dem Teller steht. Ja. Auf dem Tisch ist.
Ich bin entspannt. Ich habe kein Problem. So sicher das aus. Sieht man genau. Ja. Guten Appetit. Ja, alle. Danke. Ja, danke. Dankeschön. Sind das jetzt spezielle Rosen, die du da geerntet hast? Also das sind meine Strauchrosen. Die sind wirklich riesengroß. Mhm. Gut, sie werden geschnitten im Frühjahr, aber auch erst spät, wenn ich wirklich weiß, dass es nicht mehr die Spätfrüchte gibt. Mhm. Und ich schneide sie jetzt nach der ersten Blüte. Jetzt ist die Hauptblüte. Und hinterher schneide ich sie nur mal etwas. Und dann hat sie noch mal so viel Kraft, dass sie zum zweiten Mal, nicht so üppig, aber sie blüht dann zum zweiten Mal noch mal. Und weißt du, die schöne Rose, die auch überall in die Bäume wächst, ja, die Kletterrose, die sind das spezielle? Ja, das sind ganz andere. Das ist die sogenannte Remmlerrose. Mhm. Die blüht nur einmal ganz üppig und hat einen Zauberduft. Da duftet wirklich durch das ganze Hochdurch. Das geht jetzt bei denen auch los, da habe ich auch. Das heißt, eigentlich kann man alle Rosenblütenblätter essen? Im Grunde ja. Wenn sie unbehandelt sind, ist kein Problem. Okay. Also sie schmecken auch ganz fein. Also ich habe noch nie Rosenblätter gegessen, aber es schmeckt überhaupt nicht so intensiv, sondern wirklich ganz dezent fein. Rosen schmecken schon nach dem Duft. Also dieses Blumige kommt im Gaumen, aber an sich beißt sich das sehr schwer. Also ist jetzt nicht so knackig wie ein Salat, sondern irgendwie fester. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann es gut essen. Komm, zum Wohl, ihr Lieben, bevor er warm wird. Zum Wohl, ihr. Zum Wohl. Während die Frauen maximal 30 Punkte für die Vorspeise vergeben, schmuggelt Andreas den fertigen Braten in die Küche. Punkte gibt es für Konsistenz, Geschmack und Zutaten. Gut. Schaut lecker aus, ne? Der sieht gut aus. Und das schmeckt, wie er aussieht dann. Ja. Die sind gelungen. Als Deko platziert Rosa Gewürzfenchel und ein paar Kapuzinerkresse und Borretschblüten auf den Tellern. Hey, voilà, fertig. Wie gehabt, ja, wir sind ja geübt. Dankeschön. Guten Appetit, genau. Sehr lecker. Mhm. Gut. Sollen wir dir was verraten? Wir haben getippt, dass du vegetarisch kochst. Ja, ja. Wir lagen voll daneben. Ja, ja. Ja, weil du immer erzählt hast, es tut dir besser gut, wenn du weniger Fleisch isst. Da waren wir voll auf vegetarisch. Also bei mir gibt es im Regelfall einen Sonntagsbraten. Gut, sonntags koche ich nicht, aber ich mache. Da habe ich dann wirklich küchenfrei von der Familie. Aber ich koche sehr wenig Fleisch. Ich mache dann wirklich vegetarische Hausmannskost. Mhm. So bayerisch-österreichische Küche. Mhm. Die Brennnesselknödel kann man ja gut abwandeln mit der Pilzsoße. Frische Salat dazu. Schmeckt echt interessant. Ja. Ja, so leichte Schärfe, gell? Mhm. Ja, mal was ganz anderes. Man kennt es eigentlich überhaupt nicht mit Brennnessel. Die Brennnessel, die hat schon so ein bisschen gebitzelt noch, also war noch so ein bisschen, ja, wild und war lecker. Hier die Steine in dem Wasser, was sind die zufälligerweise reingefallen oder hast du dir da was dabei? Die habe ich geschenkt bekommen. Also es sind Wasserbelebungssteine. Ich habe die extra wegen euch gestern Nacht, wir haben ja gestern noch Vollmond gehabt, ins Mondlicht rausgetan. Nee, echt jetzt? Ja, aber wirklich. Ich bin begeistert. Ja. Das Mondlicht haben die ganze Nacht genossen. Heute Morgen war ich ja noch unterwegs, habe zugeschaut und dann kam die Sonne auch, Sonnenaufgang. Jetzt sieht man es nicht mehr, wenn das Wasser frisch reinkommt, sind die ganzen Steine belebt. Man sieht es an den Perlen, die sind wie kleine Kristalle. Mhm. Die Einzelsteine sind umhüllt mit kleinen Kristallen, wie so kleine Wasserbläse sieht es aus. Und es wandert auch so leicht nach oben. So, dann würde ich ja sagen,
Dann stoßen wir diesmal mit dem tollen Wasser an. Auf Energie? Auf, genau. Auf Energie, genau. Auch für den Hauptgang dürfen die Frauen pro Kategorie wieder bis zu 10 Punkte vergeben. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, erfahren Sie erst beim letzten Treffen. Die fertig gebackenen Mürbteigplatten zerbröselt Rosa als Boden für die Tarte im Glas. Darauf schichtet Andreas eine Mascarpone-Creme und als Topping frische Beeren. So, dann mache ich die Soße drauf. Jetzt kommt die Soße. So wie ein Guss drüber laufen lassen. So, okay. Fehlt nur noch das schokoladenüberzogene Gundermannblatt. Man soll ja was noch von der Deko sehen. Ah, nein! Die Gläschen dekorieren die beiden mit Gundermannranken. Schafft ihr das? Ich hoffe. So, dann viel Vergnügen beim letzten Gang. Hoffe ich doch. Jetzt der süße Abschluss. Das ist Gundermann. Zartbitterschokolade eingepinselt. Dann jetzt lasst es euch schmecken. Ist dann, ja? Perfekt. Ja. Dann essen wir jetzt mit. Das könnt ihr machen. Also die Zartbitter auf jeden Fall. Das andere könnt ihr mitessen. Den probiere ich jetzt gleich als erstes. Ja. Mhm. Was Neues. Mhm. 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 Ein bisschen Minze. Minze, Zitronenmelisse, sowas. Mhm. Ganz schön zum Kauen. Mhm. Der Gundermann hat schon einen eigenen Geschmack. Also, ja, es erinnert ein bisschen an Minze, an Zitronenmelisse. Also, es war schon recht würzig. Und dann mit der Zartbitterschokolade kombiniert, war schon spannend. Mhm. Kommt auch wieder so eine Kuh angerannt, ganz früh. Die guckt schon ganz. Ja. Ja. So, jetzt sind wir schon drei, die es geschafft haben. Mhm. Bist du froh, dass das hinter dich gebracht hat? Auf jeden Fall. Ja. Es hatte perfekt gepasst. Mhm. Ich wollte es auch zur Rosenzeit haben. Ganz wichtig, dass die ersten Beeren reif werden. Mhm. Dieses Jahr hat sich ja irgendwie alles wegen verschoben. Ja. Hat gepasst. Ja. Komm, da drauf stoßen wir an. Ja. Jawohl, man gewechselt auf den guten Weißwein. Mhm. Passt jetzt wieder zum. Zum leichten Dessert. Leichten genau. Dessert, ja. Mhm. Zum lecker gekocht. Ja. Danke. Ich mag das gern, wenn so verschiedene Konsistenzen sind. Und da war jetzt so ja, die knusprigen Krümel unten mit den Haselnüssen und dann die schöne Creme und obendrauf die Beere, wo wirklich auch noch das Knackige von den Heidelbeeren mit dabei war. Und das hat mir jetzt eigentlich heute so am besten geschmeckt. Ja, Susanne, bist du jetzt nervös? Du bist doch die Nächste. Die Messlatte sitzt jetzt schon hoch, ne? Ja. Ich freue mich drauf. Aber was mir fehlen wird, wird der Tag sein, der Hofführung, an dem ich nicht bei euch sein kann. Mhm. Weil es ist so ein schöner Tag zusammen. Mhm. Danke. Aber da werde ich dann in der Küche verweilen. Ja. Ein letztes Mal werden für heute die Punkte vergeben. Und wie immer beim Nachtisch, bis zu 3 Sternchen für die Tischdekoration. Alter, siehst du. Mit der großen Hilfe von euch, Mensch, ihr wart alle toll. Meine Küchenfee, die war natürlich super. Glücklich, ja? Zufrieden, meine Gäste auch. Meine Familie, die hat echt schön mitgemacht, es hat alles funktioniert. Das Wetter war toll, hat doch alles gepasst. Was will man denn mehr? Gemütlich endet der Abend bei Rosa. Susanne Stein empfängt die Landfrau nächste Woche auf dem Luisenhof im Kraichgau.